Hallo, liebe Freunde der seichten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ja, eine Sache habe ich noch. Ihr habt es vielleicht mitbekommen am Freitag. Dummerweise ist der Stream kurzfristig verkürzt worden um genau 2 Stunden, weil Twitch gedacht hat, ich bin online und das war ich ja nicht mehr. Naja, egal. Ich habe dafür heute, gestern, oder heute, ja, gestern für euch am Morgen einen Stream gemacht, um zu testen, ob das immer noch der Fall ist. Und da habe ich Breath of Fire 4 gespielt. Ich habe dort die erste knapp dreiviertel Stunde gespielt und die habe ich auch zur Verfügung gestellt, dass man die sich anschauen kann. Aber das ist nur eine kleine Info vorab. Aber wir beginnen jetzt hier natürlich bei Metal Gear Solid 3 mit der Stelle, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir sind ja gefangen genommen worden. Und mal schauen, was sich jetzt mit uns ereignet. Also, das sah ja nicht gerade gut aus. Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about. You'd better start talking. Please, stop this! Who is Khrushchev's lapdog? How can you do this to him? I know you gave the data to someone. Never do that. You! You monster. Guess he's dead. Now then, I hope you'll prove more entertaining than he was. But first, let's take a look at your body, shall we? You've certainly seen your share of battles. Consider yourself lucky. I am about to show you what hell is really like. Well then, let's get started. What is your target? Is it the Shagohod? Or Sokolov? Or maybe it's the Legacy? Answer me! Who is helping you? Who let you in here? You're a tough one, but even you must have your limits. And I am a patient man. Here's where the fun really begins. My body carries an electric charge of 10 million volts. Let's see how you like this. Now answer me. How much does the CIA know? They're after my legacy, aren't they? Your real target is the Philosopher's legacy, isn't it? Yourself go. That's what I want to see.
It's no use. He's not going to talk. He's been trained not to break. Trained by me. Admit it! We're after the location of the legacy! The secret fund established by the three great powers during the two world wars. That's what you're looking for, isn't it? $100 billion, divided up and hidden all over the world. And you're looking for a record of where all that money is hidden, right? No matter. Philosopher's legacy is safely in my possession, in the underground vault of Groznikrat. You'll never live. What's this? A transmitter? Who's responsible for this? I am. I planted it on him to keep track of his movements. Why? So the Cobras could ambush him. If they knew where he was gonna be, they wouldn't have gotten themselves slaughtered. It pains me to do this, boss, but under the circumstances, I'm afraid I must ask you to show me some proof that you and he were not in collusion. You don't trust me. Is that it? Not that. But he is your apprentice. What do you want me to do? Let's see. Cut out his eyes. I don't like those blue eyes of his. There's nothing more important to a soldier than his eyes. You made him a soldier, and now you will unmake him. Yes, it'll make for a touching display. He's all yours. Do it! Ruin him, just as he did the Cobras. What is it, Tanya? He's suffered enough. Well, well. Why are you protecting him? That smell. Tatiana, you're the spy. What are you talking about? I know that smell. Stop it! Taking a fancy to her, eh, Ocelot? No. I have no interest in this woman. I want to test her. I'll let this be the judge. Do as you like. Satisfied now?
Well, that was refreshing. Come, we're going to my room. So you survived the Colonel's torture, eh? Watching this has made me realize something. It's really not that bad. It's the ultimate form of expression. You got lucky this time, Tatiana. Run! I've prepared an escape route for us. Go out and head west. Pass underneath the connecting passageway and go north. You'll find an open manhole there. You're... Quiet! Go through the manhole down into the sewers. The door at the north end of the sewers is unlocked. You can use it to get outside the fortress. I've got your equipment. We'll meet up later. Eva. But I can't get too close to your cell. You'll have to figure a way out of there yourself. I'll be in touch. Ja, also das war schon ziemlich hart, was wir da jetzt erlebt haben und ich würde es am liebsten alles stehen lassen, aber das geht jetzt nicht so ohne weiteres. Wir haben gesehen, wir sind richtig schön übel zugerichtet worden und müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir hier einigermaßen wieder auf die Beine helfen können. Eine Schusswunde, Kugel sitzt im Körper fest, Nahtmaterial brauche ich dafür nicht. Ich habe mein Messer nicht. Das bringt alles erstmal nichts. Weil wir nichts haben dafür. Was haben wir denn oben? Kein kleiner Sender in der Wunde gefunden. Ja, die können wir doch schon mal, glaube ich, verharzen, oder? Auch nicht. Na, klasse. Wir können noch nichts heilen von dem, was uns angetan ist. Das Schlimmste ist eigentlich da oben am Kopf. Und das wird uns noch gar nicht angezeigt. Dass uns tatsächlich in den Kopf geschossen wurde. Naja. Zumindest am Kopf vorbei. Streifschuss am Auge. Ja, jetzt hängen wir hier. Beziehungsweise sind in der Zelle fest. Das ist eine Ratte. Und wir haben eine Gabel. Ja, ganz stark. So gefangene Pflanzen können sofort verzehrt werden. Das werden wir, glaube ich, auch mal machen. Weil wir haben keine Kleidung. Also werde ich mal gucken, dass ich mit der Gabel jetzt was anfange. Essenszeit. Oh, danke. Eine Fledermaus hat er mir zugeworfen. Mal gucken, wie die schmeckt. Eine Vampirfledermaus. Oh mein Gott. Ja, die war schlecht, ey. Wie kann man mir sowas geben, ey? Da ist eine Ratte. So. Schon besser.
Natürlich habe ich jetzt auch keine Rüstungsgegenstände oder so dabei. Aber ich kann euch was sagen. Ich habe ja in der Zwischenzeit, habt ihr ja vielleicht gesehen, The Sorrow gesehen. Diesen Typ, den wir schon mehrfach gesehen haben. Und er hat ein Schild hochgehalten mit einer Sequenz. Oder mit einer Frequenz. Der ist erkältet. Da warten wir doch erstmal, bis der weg ist. Weil diese Frequenz werde ich mal jetzt mit dem Codec aufrufen. Das war die 144, wenn ich mich recht entsinne. 144,75. Oh Mann, ich und mein Gehirn. Schlimmer als bei einigen anderen. So. Keine Antwort. 144,75, nicht 147,75, Dunkelhorst. So, komm. Jop. Gleich haben wir es. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Die Tür wurde aufgeschlossen. Aha! Haben wir jetzt also doch die Möglichkeit zu fliehen? Ich muss jetzt erstmal gucken. Da ist niemand mehr. Ah, ein Anruf. Mal dran gehen. Der Major. Did you manage to escape? Yeah, I'm out. Be careful. In your present state, you're practically naked. You don't have a single decent weapon and you'll never survive in a battle. Take some time and pull yourself together. Eva says she's recovered your equipment, so rendezvous with her as soon as possible to get your gear back. Okay. Use the escape route Eva set up for you. Go down into the sewers through the manhole in the northwest section of Groznygrad. Start out by exiting the holding cells and heading northwest. Interessant. Gut, aber erstmal gehe ich hier rein. Vielleicht ist hier noch was. Aber ich denke nicht. Muss ich aufpassen, dass der Typ mich nicht sieht. Schnell in meine Zelle wieder rein. Aber wenn der gleich wiederkommt, kann ich mir den packen. Hä? Muss nur aufpassen. Die brennt immer hin und her. Das gefällt mir gar nicht. Geh mal wieder hier rein. Mal gucken, wenn er wiederkommt, packe ich ihn mir. Oh, nicht zu nah dran, sonst weiß er, dass die Tür aufgeht. Abwarten. Jetzt heißt es warten für Angriff. Aber was zum? Wie konnte er mich jetzt erwischen? Aua. Moment. Ich nehme schon mal die Waffe. Kann ich schießen. Verdammt. Verdammt, Leute, verdammt, das war dumm. Ich weiß nicht, warum er mich jetzt auf einmal gesehen hat. War ich in der falschen Zelle oder was? So. Aha. Nebelgranate. Naja, bringt mir auch nicht viel. Können wir hier schnell rein. Was haben wir hier? Eine Kamera. Interessant. Aber sonst nichts. Einmal schnell hier in die Zelle wieder rein. Haben wir hier noch was? Ne, haben wir nichts. Oh, verdammt. Das ist doof. Hier geht's, glaube ich, raus. Aber ich möchte erst noch ein paar Räume abchecken. Ah, Siptik. Noch ein paar andere Sachen. Desinfektionsmittel und Salbe. Da ist noch was drunter. Nahtmaterial. Und ein Verband. Perfekt. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mich heile. Das ist viel wichtiger. So. Irgendwo ist mir noch was. Schlimme Schnittwunde. Kein Verband und noch nicht desinfiziert. Okay. Desinfektionsmittel. Und Verband. Die Blutung muss ich auch noch stillen mit einem Siptik. Oder? Ah, mit dem Nahtmaterial. Moment, jetzt vielleicht kann ich mir auch die Gabel raus. Mit der Gabel. Mit der. Tatsache, die Kugel ist raus. Wunderbar, jetzt haben wir hier noch keinen Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Ach, die Gabel brauche ich gar nicht. Salbe, Desinfektion, Siptik, Verband und Nahtmaterial. Dann haben wir das auch geheilt, wunderbar. Das Problem ist aber, der Typ ist jetzt wieder wach. Das ist viel schlimmer. Hüpf, eine Todespille. Oh. Mäuschen! Naja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Oh. Hier ist noch ein Toilettchen. Da müssen wir aber nicht drauf. Was
jetzt ganz schnell hier raus. Der Typ hat mich ja gesehen. Das ist sehr schlecht. Ja, ganz groß. Südost und zum Nordwest müssen wir. Wir müssen quasi einen kompletten Gang machen. Ja, klar. Ja, super. Sind ja keine Soldaten hier. Verdammte Kacke. Wie soll ich nur hier wegkommen, ey? Oh, oh. Und ich habe auch keine Waffe, ne? Schlecht. Ist ganz schlecht. Und wenn ich jetzt hier lange draußen stehe, werde ich mich bestimmt erkälten. Was haben wir denn hier? Karton. Okay, wir haben einen Karton. Okay, jetzt warte ich mal. Was macht der Typ? Bleibt der da stehen oder kommt er zurück oder was macht er? Ah, er kommt zurück. Okay. Schnell hier rumkrabbeln. Dass sie mich nicht sieht. Ich bleib mal hier. Oh Mann, ey. So unnötig. Moment, da kann ich hoch. Stimmt. Mach ich das so glatt? Mach ich das so glatt? Warum kletter ich da nicht hoch? Schneller, Snake, schneller. Okay. Oh, oh. Fuck. Nein! Halt die Klappe. Sag nix. Hörst du? So, was hast du denn für mich? SAA-Munition. Ich hab ne Waffe. So. Noch Fragen? Wo bist du? Type. Wo ist der Typ? Nee, ich wollte nicht runter. Na, klasse. Er ist bestimmt jetzt... da hinten. Na, klasse. Six-Shooter. Bist du tot? Ich glaube, ne? Ja, klasse. Fuck. Fuck. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, oh. Muss hier weg. Ich habe keine Lust auf euch. Wollte ich doch nie rumsnake. Mann. Jetzt wird's fehlig. Dreh durch. Okay, Nordost. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, ich werde trotzdem noch verfolgt. Natürlich. Hier ist niemand. Ihr habt euch versehen. Okay. Moment. Leute, ich verkleide mich als Karton. So. Aha. Die Power des Kartons. Mich erwischt ihr nicht. So, heilen. So. Ach du meine Güte, wo hat der mich denn getroffen? Erstmal Kugel raus. Desinfektion. Schiene, Verband. Hä? Ein Siebtick fehlt noch. Okay. Das ist somit eine für mich der schlimmsten Stellen in dem Spiel. Ach du Kacke. Mit Schildern sind die auch hier unterwegs. Was steht eigentlich auf dem Karton drauf? Anschrift ist nicht lesbar. Ey! So war Hund, du. Ich muss weg. Boah, ich bin so langsam. Ah, Hilfe! Ja, sicher. Haut mich mit dem Schild um, ihr Schweine. Warum ist das Spiel jetzt so langsam? Liegt das an den verdammten Updates? Ah, Hilfe! Hilfe! Schneller rein! Geh auf! Lass mich nicht rein! Ah, Hilfe! Verdammt! Lasst mich rennen! Ich habe keine Lust auf euch! Hilfe! Ich komme auch, glaube ich, gar nicht hier weg, weil ich jetzt eben mal auch unter dem Lichtkegel stehe. So. Kann ich auch nicht rein, glaube ich. Klasse. Ja, ganz groß, ey. Ja, ihr mit eurem Schild sowieso. Mann, ey. Du
Ja, ganz groß. Das hat auch sehr viel gebracht. Weil das nichts für mich irgendwie machbar war. Naja, egal. Muss ich gucken, wie komme ich von hier weg? Jetzt bin ich hier wieder. Ich habe natürlich auch keinen Sensor, dass ich irgendwie sehen könnte, wo sind die Typen. Ah, ganz groß. Da ist ein Lichtkegel. Habe ich jetzt noch meine Schuss? Ja, die habe ich noch. Ich habe nur 3 Schuss. Ja, ganz groß. Immerhin habe ich die noch. So. Oh, 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 oh. Ja, dich muss ich leider machen, Kollege. Na. Karton. Nur hier kommt jetzt keiner. Fuck. Den habe ich übersehen. Mann. Wo schießt er hin? Wo schießt der Typ hin? Mann, das gibt's doch gar nicht. Wo schießt der Typ hin? Ah! Ach, auch da. Muss hier rein. Kellerimation. So, jetzt kann ich mich hier als Karton verkleiden. Denk mal, dass sie mich hier nicht finden. Doch, haben sie. Ey, da gibt's doch gar nicht. So, dann messer ich euch mit der Gabel weg. So, kommt her. Schweine, hä? Was ist? Bock auf den Gabelkampf? Hä? Warum ist das Spiel jetzt so langsam? So, der ist tot. Glaube ich. Der steht nicht mehr auf. Der andere? Ja, da. Da rein? Ist auch gut, ne? Oder bist du jetzt ein anderer? Schon witzig, dass die Leute mit den Schildern wegfliegen. Der. Ich bin Kannibale, das wisst ihr, ne? Vor allem du mit dem Schild. Mein Gott, ey. Mann! Wow. Ach, hier. Okay. Hier mal reinkrabbeln. Mich hier verstecken. Auch wenn die mich jetzt gerade gesehen haben, ist mir das jetzt egal. Dafür sind diese scheiß Unterkanäle, ey. Ich doofen Hund. Naja, egal. Schusswunde. Wieder Kugel raus. Desinfizieren. Und Verband, okay. Nahtmaterial brauche ich da nicht. Okay. Dann bleibe ich erstmal hier unten. Hier können sie mich ja eigentlich nicht finden. Mann, ist das ein Gefehle. Wie gesagt, an das erinnere ich mich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich wusste nur noch, was mit ihm hier passiert, aber nicht mehr großartig, was hier passiert. Hallo. Snake krabbelt da durch, danke. So. Das ist nämlich eine schöne kleine Radde. So, voll geheilt. Wunderbar. Vorsicht ist geboten. Naja. Noch eine Radde. Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade hier reinkrabbel. Ich hätte diese kleine Scheiß-Schächte schon von vornherein nutzen sollen. Dann hätte ich das jetzt hier friedlicher. Mann. Komm her. Danke. Mit der Gabel kann ich die jetzt zum Glück sofort essen. Außerdem habe ich jetzt auch einen Trick raus, wie ich meine Kondi aufbessern kann. Den habe ich auch. Oh Mann, das wird ein lustiger Fail-Part. Zumal ich das Projekt eigentlich jetzt in nächster Zeit fertigstellen wollte. Oh, Gitter. Muss ich aufpassen. Das Schlimme ist, ich habe gerade wieder Leute getötet. Das wollte ich gar nicht. Nein. Ist da jemand da oben? Nee, ne? Gut, dann kann ich ja hier mal rein. Hey, SAA-Munition. Geil. Komm, ich soll den Frosch dran? Nein, den müsste ich abschießen. Das mache ich aber nicht. Bin so froh, dass ich wieder ein bisschen aufnehmen kann. Ja, mal ein bisschen mehr weiterstiefeln.
So, wir sind jetzt im großen Grad Südost wieder. Ja, ganz groß. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ich weiß das nicht mehr. So. Ich müsste gleich mal auf die Karte gucken. Das wäre wohl meine Rettung. Da ist so. Da geht's lang und da ist auch eine Ratte. Eine Ratte. So, ich guck mal, auf die Karte. So. Hm. Da war ich schon. Vergrößern. Na, verkleinern. Wo ist mein Ziel? Wo ist mein Ziel? Mein Ziel ist da oben. Ja, im Prinzip bringt mir es hier, wenn ich hier jetzt rumkrabbel, gar nichts. Ich muss irgendwie da hinkommen. Boah, wie... Nein, ich muss da hinten lang. Ach du Scheiße. Das wird ein Akt. Das wird ein Akt. Da freue ich mich. Wie ein Schneekönig. Mann, ey. Komm her. Danke. So. Bleib natürlich jetzt hier noch erstmal unten drunter, weil ich weiß nicht, wo die Soldaten alle sind. 20 Sekunden noch, ja. Ganz groß. Also die Stelle des Spiels habe ich komplett verdrängt. Ich weiß nicht mehr, wie das laufen soll da. Das ist wirklich ein bisschen nervig. Wenn ich das noch wüsste, wie es hier weitergeht, ey. Ich sag ja, ich habe nur vage Erinnerungen noch an dieses Spiel. Auch an die anderen Metal Gears. Eigentlich nur vage Erinnerungen. Deswegen erwarte ich hier kein überragendes LP oder so. Soll eigentlich mehr oder weniger dem Spaß dienen, was ja auch eigentlich das Hauptziel ist, oder? Sind wir doch mal ehrlich. So. Gucken wir mal. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Fuck! Verdammt. Mann, ey. Schon wieder mit dem scheiß Schild, der Idiot. Schnell hier rein. Findet mich sowieso nicht hier drunter. Bin gar nicht da. Mann, ey. So ein Schwachsinn. Ist echt lästig. Moment, da komme ich nur wieder zurück. Das will ich gar nicht. Oh, Mann, ey. Ich hasse diese Stelle. Oh, Moment, den töte ich. Das macht Spaß. Moment. So. Der ist kaputt. Der könnte mich jetzt auch schon nicht mehr sehen. Jetzt muss ich nur weg. Ich habe nämlich sein Blut am Körper. Das musste jetzt sein. Dover Typ, ey. Mann, 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 ey. An dieser Stelle habe ich gar keine Erinnerung mehr. Vor allem, wenn ich keine Rüstung habe. Ist sowieso immer schlimm. Oh, mein Controller ist hier mal eben kurz abgemeldet, auch gut. So. Der hängt auch da ganz gut. Also ich finde, der hängt da toll. Nein, ich steck nirgendwo. Der steckt hier irgendwo, der hängt hier nur drin. Hehe. So witzig, wie er da hängt, oder? Ein bisschen Blut habe ich noch von ihm an mir kleben, aber gleich ist das weg. Ich finde es auch gut, dass die Sicht von Snake ein bisschen eingeschränkt ist. Wenn man das sieht. Das sieht man ja eigentlich auch. Das sieht witzig aus. Mal gucken. Nee, da ist niemand. Geh doch da drunter, Snake. Da erst wieder raus und dann wieder rein, weil jetzt einer da drin liegt, oder was? Kann doch nicht wahr sein. Hep. Ich bleib erstmal hier in der Ecke. Ich glaube, hier ist niemand so lange.
Kann nicht sein, dass der mich jetzt gesehen hat da oben, oder? Das mit dem Karton funktioniert mir hier nämlich jetzt auch nicht mehr. Die haben mich ja jetzt schon einmal gesehen. Du hast dich nur verguckt, Kollege. Hier war niemand. Mann, ey. Die Stelle ist so unnötig in dem Spiel. So, Karte. Wo müsste ich denn gleich hin, falls sie mal irgendwann hier wegkommen? Da hinten hin, dadurch. Dann über den ganzen Hof und dann dorthin zu kommen. Oh mein Gott. Oder gibt es da noch einen anderen Weg, dahin zu kommen? Nö. Na, klasse. Toller Sport. Aber wie komme ich da hin? Hallo? Da ist doch nirgendwo eine Tür eingezeichnet, wie ich da hinkomme, oder? Vertue ich mich da jetzt? Da ist ein Riesentor, aber da komme ich nicht durch. Da ist eine kleine Tür. Und genau da muss ich wahrscheinlich durch. Ja, ganz groß. Ich freue mich. Von meinem Glück kommt gleich der Typ sowieso und entdeckt mich. Ich wusste es, dass er kommt. Ich wusste es. Guck mal, wo der langlatscht. Bei meinem Glück kommt er jetzt gleich um die Ecke und dann ist die Vorsichtszeit schon runtergelaufen. Ja, selbstverständlich. So. Wer schießt jetzt auf mich? Wer hat mich jetzt bitte wieder gesehen? Wo ist der Typ? Wo ist der, der mich gesehen hat? Hängt er da oben, oder was? Wo kommen die alle her? So, Nordost wieder. Hier gibt's doch gar nicht. Hier muss doch irgendwo jetzt wieder ein Schacht sein. Nö, ey. Ich habe ja so viel Spaß daran. Halte die Klappe. Ich muss hier weg. Viel wichtiger als ihr. Moment. Bin jetzt zwar wieder in Südost, aber es bringt mir auch nichts. Weil da ja auch wieder Soldaten sind. Ja. Bin ich schon wieder gesehen worden, ne? Finde ich auch toll. Bin ich auch wieder Knorke von euch. Bin ich da? Bin überhaupt nicht da. Ich krabbel nur hier rum. So. Verdammte Kacke, ey. Rüber! Fuck, hat nicht ganz geklappt. Mano. Ist auch wieder ein Schacht. Mann, ey. Hier müsste man sich auskennen. Ah, jetzt bin ich in Südwest. Hier war ich auch noch nicht. Oh, oh. Nein, ich hab die Gabel weggesteckt. Muss weg. Hier war ich doch ganz am Anfang. Ja, okay, weg kann ich ja nicht sein, ne? Ja, ganz groß, ey. Boah, ist das zum Kotzen. Ich hasse diese Stelle. Und warum setze ich mich eigentlich so unter Druck, jeden Tag was hochladen zu müssen, jeden Tag was aufnehmen zu müssen für das Spiel, ey. Nur weil alle mal sagen, du musst jetzt was fertig machen. Scheiß. Mann! Was haben die denn? Die suchen wen? Kacke! Ach, Kacke! Ich bin tot! Hallo! Ihr braucht keine Granaten mehr hier drunter werfen, Mann, ich bin tot!
So. So, tick. Salbe. Verband. Okay. Oh, schon wieder eine Granate. So. Jetzt denken die wahrscheinlich, dass ich nicht mehr da bin, oder? Wir sind jetzt wieder auf der Suche. Ihr findet hier nichts. Das sage ich euch jetzt schon. So. Ich glaube, ich bin jetzt auf einem relativ sicheren Weg. Oh Mann. So blödsinnig. Und das alles mit der mächtigen Gabel. So. Jetzt gib mal erstmal dem Hauptquartier Bescheid. Ich bin nicht da. So, jetzt muss ich erstmal was nachgucken. Karte. So, wo bin ich denn jetzt? Ah ja. Da ist die Tür, dass ich zu Nordwesten komme. Immerhin. Nett. Nett. Gut. Wunderprächtig. Natürlich habt ihr mich aus den Augen verloren. Ich kann ja gar nicht mehr in eurer Nähe sein hier. Nein. Bin gar nicht da. Was erzählt ihr da für Lügen? Mann, Mann, Mann. Zum Glück ist unsere Ausdauer so toll. Und wir haben uns noch nicht erkältet. Das wäre jetzt auch noch was. Wenn wir uns jetzt noch erkälten würden. So. Ich sehe aber gerade was anderes, was mich relativ unzufrieden stimmt. Das werde ich gleich mal nachkontrollieren. Ach ja, ich liebe meinen Internetanbieter. Zumindest für den Techniker, den sie mir geschickt haben, der mal null Motivation hatte, bei mir was Vernünftiges einzurichten. Naja, egal, das gehört jetzt nicht hierhin. Ach, da ist Heilmaterial ohne Ende unter den Trichtern, aber hier rennen mir noch zu viele Leute rum. Das Tolle wäre, wenn man hier wüsste, wo wer ist, ey. Da läuft einer rum, aber der dürfte mich von hier nicht sehen, wenn ich hier drunter krabbe. Das sind hier eindeutig zu viele Soldaten. Wenn mich fragt, eindeutig. Ah. Krabbel ich hier drunter her? Du hast was gesehen? Nein. Kannst du gar nicht. Wo denn? Willst du was gesehen haben? Wer überhaupt? Wer behauptet das? Du hast Dinge gesehen. Ach, die beiden. Ja, du hast hier was eingebildet, ihr beiden Typen mit den Schildern. Ihr habt euch was eingebildet. So sieht's aus. Ihr beiden Flitzepiepen. Geht mal schön weiter. Vor allem, warum stehen die beiden zusammen an einem Ort? Also, wenn ich der General wäre, ich würde das nicht zulassen. Dass zwei von meinem Personal so rumrennen. Die beiden laufen zusammen. Wache hier, das ist doch zum Mäusemelken mit solchen Leuten, du. So. Jetzt gehen wir wieder auf eure Station, ey. This is HQ. Nee, hier sind es auch keine Probleme gewesen. Ihr habt die Probleme gemacht. Die Knallerbsen. Ich will an diese Gegenstände dran. Mach ich jetzt auch. Da, da, da. Von hier kann ich hier, glaube ich, auch mehr sehen, oder? Mehr Soldaten oder so? Nee, auch nicht. Ich hätte gerne mal wieder eine Waffe. So. Desinfektionsmittel. Sehr gut. Und Verband. Oh ja. Gerade nach den Verbrennungen gegen The Fury, da hatten wir das ja schon nötig. So, wo sind wir jetzt eigentlich? So, wir müssen doch jetzt in der Nähe der Tür sein. Natürlich nicht. Genau andersrum. Oh, klasse, ich liebe das. Ah. Da muss ich also rum, ja? Kein Soldat. Kein Soldat. Da ein Soldat. Cool, keiner. Gut. Karte gucken. Sind wir aber auch falsch. Ich muss da hinten zu der anderen Tür. Geradeaus durch quasi. Soldaten. Einer.
Ah, der läuft gerade da hinten lang. Da kann man ja recht wenig, ne? Der da lang läuft. Nein, gut. Sind da hinter das Fahrzeug kommen, ohne dass er mich sieht. So, hinter dem Fahrzeug bin ich, jetzt kann er mich nicht sehen. Im Prinzip, oder? Wo ist der Typ jetzt? Geht der gerade um das Fahrzeug rum? Da geht er da ran. So, okay, wir sind in Nordwest. Wunderbar. Hat ja nur ein bisschen gedauert. Brrr. Jetzt muss ich aber irgendwie da hinkommen noch. So. Bei meinem Glück stehen hier gleich 80 Soldaten. Lichtscheinwerfer, Scheinwerfer sind hier. Ist aber kein Soldat. Schon mal gut. Ah, ich kann unter den Panzern, glaube ich, her. So, jetzt muss ich nur den Ort finden, wo ich hin muss. Moment, jetzt muss ich mal gucken. So, der ist da hinten. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, witzig. Witzig. Witzig, witzig. Hm. Da pennt jemand. Das sehe ich. Das ist viel besser. Da ist jemand. Okay. Ich muss nur wissen, wo der langläuft. Da pennt auch einer. Was sind das denn für Wachposten, die da pennen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich Wachposten wäre, ich würde viel zu viel Angst haben, dass ich einschlafe. Da ist noch einer. Das ist zwei? Tatsache, das sind echt zwei Leute. Hm. Schau erstmal. Der Typ ist da rumgelaufen. Der ist auch noch da. Ich geh mal zurück. Mann, Mann, Mann. Also die Folge wird auch ein bisschen länger. Das liegt daran, dass ich dieses Projekt jetzt langsam mal zu Ende bringen möchte. Es war ja eigentlich gedacht, dass ich gar nicht so lange brauche. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ein Hund. Oh, oh. Ich hatte einen Hund gesehen. Das ist schlecht. Aber wo ist der? Ist weg. Okay, das waren also Hunde. Man soll ja auch keine schlafenden Hunde wecken, ne? Schaffe ich es, den zu töten? Oh Mann, ey. Kann ich irgendwie besser zielen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich kann nur so versuchen zu treffen. Mit diesem Sidewinder habe ich überhaupt keine guten Erfahrungen. Beziehungsweise mit diesem Revolver. Da, jetzt habe ich ihn erwischt. Die Waffe ist weg. The enemy is close by. Nö. Der ist tot. Den packe ich mir mit der Gabel. Fast. Oh Mann, ey. Ich will eigentlich gar nicht die Leute töten, weil wenn ich die Leute töte, ist das für mich nur schlimmer. Nichts zu sehen. Stimmt, hier ist auch nichts zu sehen. Der Hund, der legt sich wieder hin. Ist gut. Wo ist der andere Typ? Das ist eine ganz blöde Perspektive, ey. Jetzt habe ich einfach mal diese Perspektive wieder hier. Die hätte ich auch viel lieber als das, was ich jetzt hier habe, ey. Mann. Die hätte ich auf dieser Situation gerne permanent. So. Jetzt muss ich noch gucken, wo ist der Typ? Der ist weg. Der Typ zwischen den Panzern ist weg. Wo immer der jetzt ist. Ich find's gut. Kann ich hier unterm Panzer herkrabbeln. So. Oh, SA-Munition, ja wunderbar. Kann ich wieder ein bisschen failen. Oh, der Hund ist wach. Nein! Verpiss dich, du blöder Köter. Verdammt. Oh, Mann. Kann man hier gucken? Was ist hier so los? Was geht hier so? Gar nichts, ne? Wo ist der Lichtstreifer? Wo kommt der? Ach, der kommt von da oben. Ah. Okay. Hm? Mhm. Interessant. Ich mal hier lang. Jetzt hat mich hier niemand gesehen, ne?
Mich dürfte niemand gesehen haben. Kommen wir auch nie rein. So. Da ist noch ein Soldat. Da kommt der Soldat gerade wahrscheinlich mit dem Sidewinder. Beziehungsweise mit dem Aggregat. Oh, Scheiße. Was mache ich jetzt? Wenn er wiederkommt, der packt mich. Der erwischt mich. Wenn ich Geschichte. Steht da hinten. Ich kann mich auch nicht umdrehen und gucken. Hund sieht mich sowieso nicht. So. Der Typ kommt da hinten wieder. Wenn ich den plätte, glaube ich, komme ich sogar bis zu dem Schacht, wo ich hin muss. Das ist eigentlich da in der Ecke, wo auch der Hund pennt. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich um den rumkomme. Dass der mich nicht sieht. Aber wenn ich mich hier hinknie, stell mich mal hier hinter. Und lehne mich an. Wenn der jetzt gleich da rumgeht, dann kann ich mich da rumschleichen und dann sieht er mich nicht. Das wäre doch mal zumindest ein Teilerfolg für mich. Dem Typ gerade habe ich ja wenigstens die Waffe aus der Hand geschossen. Ich könnte mich auch, glaube ich, da im Fahrzeug auch verstecken. Wo geht er jetzt hin? Er geht da rum. Perfekt. Taktik geht auf. Bleibt er auch stehen? Gut, er geht hinter den Kisten her. Das ist jetzt nicht, wie ich es dachte. Ich muss nur warten, dass der um das Auto rumgeht. Wenn er um das Auto rumgeht, bin ich sicher. So. Er geht ums Auto rum, ne? Gut, macht er. Perfekt. Bin ich an ihm vorbei. So, da hinten ist das Tor offen. Das war noch ein Soldat. Verdammt. So. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, hier kann ich drunter herkrabbeln. Perfekt. Ich glaube, ich bin da. Irgendwo hier. Ja, perfekt. Da ist es. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Wunderbar. Kanalisation. Schon viel sicherer, ey. Anruf. Ring, ring, ring. Banana phone. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Groznygrad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is... Is sealed off, too. Right. And they just sent a unit out looking for you. Down here? Uh-huh. They'll be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Das ist ja nicht so prickelnd, ne? Naja, egal. Da müssen wir also jetzt beim nächsten Mal durch. Wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier einen Schnitt, Leute. Ich habe mich lang genug darüber aufgeregt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir versuchen, durch die Kanalisation irgendwie zu verschwinden. Bis dahin, sprach der Raven Knight nimmermehr.